Es ist der 1. Mai 1883. Der 22 Jahre alte Kaufmannsgehilfe Heinrich Vogelsang betritt die Bucht von Angra Pequena, die heutige Lüderitz-Bucht. Im Namen seines Herrn Adolf Lüderitz macht er einen Deal, der Deutschland und Südwestafrika für immer verändern wird. Er kauft nämlich die gesamte Bucht plus 5 Meilen Hinterland vom Volk der Nama und das für lediglich 200 alte Gewehre und 100 englische Pfund. Ein wahrlich nicht schlechter Deal. Doch selbst das schien nicht genug, denn mithilfe eines Tricks schaffte er das Territorium um das 16-fache zu vergrößern. Und schon bald wächst es noch weiter und erreicht eine Fläche, die 1,5-mal so groß ist wie das gesamte Deutsche Reich. Zu Hause werden er und Lüderitz daraufhin als Nationalhelden gefeiert, denn es ist der Beginn der ersten und wohl bekanntesten Kolonie Deutschlands. Und auch wenn die Deutschen dort nur gut 30 Jahre aktiv sind, werden sie die Geschichte Namibias bis heute prägen. Wie schafften sie es also, ein solch gewaltiges Territorium an sich zu reißen? Wie sah das Leben in der Kolonie aus und wie deutsch ist Namibia heute noch? All diese spannenden Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Wenige Monate nach der Inbesitznahme entsandte Bismarck das Kanonenboot Nautilus auf Erkundungsfahrt in die Lüderitzbucht, um den neuen deutschen Erwerb zu besichtigen. Was auffiel, war, dass das ausgehandelte Territorium in englischen Meilen angegeben war, da dieses Längenmaß auch den Nama bekannt war. Und hier fand die erste Täuschung statt. Denn im Vertrag stand nichts eindeutig von englischen Meilen und so verwendete man einfach die viermal längere geografische deutsche Meile. So schnell war das Territorium weiter angewachsen. Und Heinrich Vogelsang drang immer weiter in das Land vor, ausgerüstet mit Pfund und Gewehren zum Tausch. Für 500 Pfund und 60 Gewehre kaufte er so zum Beispiel das gesamte Gebiet bis zum Oranjefluss. Immer wieder wurden die Einheimischen dabei übers Ohr gehauen, jedoch hatten sie den entschlossenen Deutschen wenig entgegenzusetzen. Ebenso wenig wie auch die anderen Kolonialmächte, die zwar auch teilweise Ansprüche auf Namibia hatten, jedoch zu sehr mit ihren eigenen Kolonien beschäftigt waren. Die Devise Deutschlands war es, sich zunächst so weit wie möglich auszudehnen, um dann später die genauen Besitzverhältnisse vertraglich zu regeln. Dies geschah dann schließlich auf der Berliner Konferenz 1884 und 85. Alle großen Kolonialmächte waren anwesend, jedoch kein Vertreter aus Afrika. Einer der zentralen Beschlüsse war dabei die Festlegung des Prinzips der effektiven Besetzung. Danach musste eine Kolonialmacht tatsächlich die Kontrolle über ein Gebiet ausüben, um Anspruch darauf erheben zu können. So wird das Territorium ein Schutzgebiet des Deutschen Reiches, genannt Deutsch-Südwestafrika. Mit den Portugiesen regelt man die nördliche Grenze zu Angola und mit den Briten die zur Kapkolonie. Und 1890 tritt dann auch noch der deutsch-britische Helgoland-Sansibar-Vertrag in Kraft. Deutschland trat darin Sansibar im heutigen Tansania ab und erhielt im Gegenzug die Insel Helgoland sowie den Caprivi-Zipfel. Deshalb sieht Namibia heute auch so ungewöhnlich aus, aber ich habe darüber bereits ein eigenes Video gemacht. Deutsch-Westafrika war nun auf seine maximale Größe angewachsen und die Deutschen begannen mit Etablierung einer Kolonialverwaltung. Der Grundstein dafür war die Festung Groß Windhoek, aus der die heutige Hauptstadt Namibias entstand. Es wurden zudem verschiedene Vereine wie der Deutsche Kolonialverein und die Deutsche Kolonialgesellschaft gegründet, die mit finanzieller Unterstützung die Ansiedlung der Deutschen in Südwestafrika förderten. Und so stieg die Zahl der Auswanderer kontinuierlich an. 1903 waren es rund 2000, 1909 schon 9000 und 1914 waren es rund 15.000 Deutsche in Südwestafrika. Dennoch blieb diese Zahl hinter den Erwartungen zurück. Das Problem waren vor allem die widrigen Bedingungen im kargen Südwesten Afrikas. Denn Namibia besteht ja hauptsächlich aus Wüste und so ist es bis heute eines der am dünnsten besiedelten Länder der Welt. Es gab so wenig Platz für effektive Landwirtschaft und die meisten Auswanderer kamen nur auf der Suche nach schnellem Gold. Trotzdem führten die knappen Ressourcen des Landes schnell zu Auseinandersetzungen zwischen den Neuankömmlingen und der Lokalbevölkerung. Das Kaiserreich gründete daraufhin die Deutsche Schutztruppe. Diese Kampftruppe sollte die deutschen Interessen verteidigen und sie erhielt den Befehl, jeden Widerstand gegen die Kolonialverwaltung systematisch zu unterdrücken. Die Truppe umfasste zu ihrer Hochzeit ca. 15.000 Soldaten und ging nach dem Prinzip der verbrannten Erde vor. Es wurde also lieber einmal zu häufig geschossen als zu wenig. Der Konflikt zwischen den Deutschen und den beiden größten einheimischen Volksgruppen, den Nama und Herero, schaukelte sich so immer weiter hoch. Und 1904 kommt es dann zum offenen Aufstand. Berlin entsendet daraufhin ein Expeditionskorps, das die Schutztruppe unterstützen soll. Es kommt zu brutalen Schlachten und ein Großteil der Herero- und Nama-Bevölkerung fällt in den Kämpfen oder stirbt an Krankheiten oder der Zwangsarbeit. Insgesamt starben bei der Niederschlagung von Aufständen allein in den Jahren 1904 bis 1908 Schätzungen zufolge 70.000 Menschen. Historiker sprechen daher vom ersten Genozid des 20. Jahrhunderts.
Doch es dauerte bis 2015, bis auch die Bundesregierung die Verbrechen offiziell einen Völkermord nannte. Verhandlungen über eine Wiedergutmachung laufen seitdem. Dabei geht es auch um zahlreiche Raubkunstobjekte, die sich heute in Museen und Forschungseinrichtungen in Deutschland finden. Die Kolonie lag im Jahr 1908 nach den brutalen Kämpfen aber schließlich brach. Ein Großteil der Bevölkerung war tot, Farmland zerstört und die Wirtschaft annähernd zum Erliegen gekommen. Doch noch genau in diesem Jahr werden die ersten Diamanten gefunden. Und daraufhin beginnt ein wahrer Massenansturm auf die Kolonie. Jeder will sein Glück probieren auf der Suche nach dem schnellen Geld. Die Kolonie profitiert davon natürlich enorm. Bis 1914 werden über 150 Millionen Reichsmark gefördert und durch eine 1912 eingeführte Steuer profitiert auch die Kolonialverwaltung. Es sieht so aus, als wäre die Kolonie erstmals profitabel und könnte auf eigenen Beinen stehen. Doch 1914 kommt der Paukenschlag. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Südafrikanische Union als Mitglied des britischen Empires erklärte im Deutschen Reich umgehend den Krieg. Und die Deutschen waren diesen hoffnungslos unterlegen, sowohl nach Truppenstärke als auch bei der Ausrüstung. Selbst mit Reservisten, Freiwilligen und einheimischen Verbänden kam die deutsche Armee auf lediglich 5000 Mann. Demgegenüber stand aber ein Heer von über 43.000 Soldaten aus Südafrika. Die Kolonie wurde also überrannt und am 9. Juli 1915 endete der Krieg mit der Kapitulation der Schutztruppe. Und mit dem Versailler Vertrag wurde die Kolonie schließlich unter die Verwaltung der Südafrikanischen Union gestellt. Deutsch-Westafrika war Geschichte. Dennoch kann man auch heute, über 100 Jahre später, noch zahlreiche deutsche Spuren entdecken. Zum einen wäre da die deutsche Sprache, die bis heute eine wichtige Rolle einnimmt. Denn bis zur Unabhängigkeit Namibias im Jahr 1990 galt es neben Afrikaans und Englisch als gleichberechtigte Amtssprache. Viele ältere Menschen sprechen daher bis heute Deutsch als Muttersprache. Und auch unter der jüngeren Generation gibt es einige, die Deutsch als Fremdsprache lernen. Denn eine ganze Reihe von Schulen bietet Unterricht in deutscher Sprache an. Und neben dem Bildungsbereich ist Deutsch auch in den namibischen Medien sehr präsent. Es gibt deutschsprachige Zeitungen und Radiosender, die nicht nur für die deutschsprachige Gemeinschaft im Land, sondern auch für Touristen und Deutschlernende wichtige Informationsquellen darstellen. Auch architektonisch findet man an allen Ecken Überbleibsel der Deutschen. Ein markantes Beispiel ist die Christuskirche, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts geweiht wurde und heute als nationales Denkmal gilt. Dort gibt es auch bis heute deutsche Gottesdienste. Und auch in den Städten Lüderitz und Swakopmund, das als deutsches Juwel bezeichnet wird, findet man überall deutsche Bauten und Häuser. Bekannt sind hier vor allem die farbenfrohen Gebäude im Jugendstil, die wie eine Kulisse aus einem Filmset wirken. Und dann wären da noch die zahlreichen deutschen Feste und Traditionen. Am bekanntesten ist hierbei wohl das alljährliche Oktoberfest in Windhoek, das als eines der größten seiner Art außerhalb Deutschlands gilt. Die Besucher kommen dabei in Genuss von traditionellem deutschen Essen, zahlreichen deutschen Bieren und deutscher Volksmusik. Und auch weitere Feste wie der Karneval, Weihnachtsmärkte und der Martinstag haben in Namibia eine hohe Bedeutung. Und dazu gesellen sich dann noch die zahlreichen deutschen Restaurants und Bars in den Ballungszentren des Landes. Mitten in der Wüste kann man dort traditionelle Gerichte wie Bratwurst, Sauerkraut, Schnitzel und Kassler probieren. Auch die deutschen Brote, Gebäcke und Kuchen sind im ganzen Land sehr beliebt. Und dann dürfen wir natürlich auch nicht die zahlreichen deutschen Brauereien vergessen. Und so leben die verschiedenen Volksgruppen heutzutage weitestgehend friedlich nebeneinander. Namibia gilt auch insgesamt als eines der sichersten und friedlichsten Länder Afrikas. Es profitiert von einer stabilen Demokratie, einer funktionierenden Rechtsstaatlichkeit und einer relativ guten wirtschaftlichen Entwicklung. Besonders profitiert es dabei auch vom Tourismus, denn besonders unter Deutschen wird es ein immer beliebteres Reiseziel. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann kann ich euch noch sehr mein Video über den Tausch von Helgoland und Sansibar empfehlen. Ich verlinke es euch direkt hier. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.